Maikäschen. Leute, wie er guckt, das ist unnormal. Das ist. Da kriegt man eigentlich schon leicht Angst, oder? Hey Leute, was geht ab, Bojo? Und willkommen hier zu einem weiteren Video. Ich habe ungefähr vor einer Woche euch das Album gezeigt, mein Magitex 1516 Album, was vollständig war. Ich habe mir gedacht, das mache ich weiterhin. Ich zeige euch einfach mal meine Alben, meine Sammelmappen, die vollständig sind. Und heute habe ich hier von Panini das Champions League Sticker 12-13 am Start. Das ist auch komplett vollständig. Alle Sticker sind dort drin, hatte ich früher gesammelt. Und deswegen zeige ich euch das ganze Heft mal. Hier natürlich vorne noch ein paar Spieler drauf. Thiago Silva, Kevin Prince Boateng, Andrea Pirlo, Van Persie, David Silva, Xabi Alonso, Messi, Schweini und John Terry. Das Ganze hat gekostet, das war gratis sogar. Aber sonst 1,90, glaube ich. Nee, 2 Euro. Doch, 2 Euro. 1,90 hat es in Spanien gekostet. So, fangen wir an. Da haben wir einmal das Champions League Logo und natürlich das Panini Logo hier als Sticker. Wie man es kennt. Ding, ding. Champions League Sieger 2012. Chelsea natürlich. Hier mit Didier Drogba. Oi, oi, oi. Das war ein geiler Spieler früher. Haben ja die Bayern geschlagen. Dann ja Champions League Ball aus dem Jahr 12-13. Das Logo Wembley 2013. Hier unten rechts. Die Ergebnisse werde ich nicht eintragen. Die lasse ich alle frei. Dann geht es weiter mit den einzelnen Gruppen. Gruppe A mit Porto, Kiew, Paris und Dynamo Zagreb. Und Porto ist immer als so aufgeteilt auf der linken Seite. Die Abwehrspieler in der Mitte, Abwehr, Mittelfeld so geteilt. Und hier die Stürmer und dann noch der Starspieler João Moutinho. Hier das Logo. So ist es halt jedes Mal. Hier noch ein paar Fakten, wie oft sie in Uppsala, wie oft sie an der Champions League teilgenommen haben und wie oft sie die Champions League gewonnen haben. So, Kiew. Wen hat man hier? Jarmolenko als Starspieler. Ja, Jarmolenko, dann Paris. Ich glaube, das war so hier die Zeit, wo ich mit Sammelkarten so richtig auf YouTube angefangen habe, kann man so sagen. So richtig noch nicht, aber so richtig mit Packs United habe ich eigentlich 2000. Keine Ahnung. Wann war das? Also so richtig, richtig, richtig habe ich, glaube ich, Mitte letztes Jahr angefangen. War noch, ist noch gar nicht lange her. Ich mache ja eigentlich quasi auf PAX Trade hatte ich ja immer Gaming und Sammelkarten gemacht. Aber mit diesem Kanal PAX United habe ich erst seit circa einem Jahr so richtig angefangen, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Sonst war immer so unregelmäßig, aber ab circa vor einem Jahr habe ich täglich dann Videos rausgehauen gehabt. Auf jeden Fall haben wir hier Paris mit Zlatan Ibrahimovic. Oh yeah. Hier haben wir ihn. Und da haben wir ihn nochmal als Porträtsticker. So, weiter geht's. Zagreb. Wahrscheinlich kennt ihr hier gar keinen, so wie ich. Doch ein paar. Wir sind, ja klar, hier. Simonic. Kennt man den natürlich? Hoffenheim. Wen hat man hier noch? Frisalkio. Aber ansonsten, naja. Gehen wir einfach mal weiter zu Arsenal, zur Gruppe B. Mit Schalke, Olympiakos und Montpellier. Hier haben wir natürlich Per Mertesacker. Der wird sich wahrscheinlich nach diesem Video hier erstmal 3 Tage in die Eistonne setzen. So, Sandy Gazzola, Podolski, Giroud, Walcott, Wilshere und so weiter und so fort. Die Schalker mit dem Hunter mit Pukki. Mit dem Hunter mit Pukki. Nein, mit dem Hunter und Pukki. Hier Pukki, hier Hunter. Hier und da. Oh, jo, Matip. Joel Matip, Leute. Wo spielt jetzt Joel Matip? Richtig, ihr wisst es. Ich weiß es auch. Bei Kloppo, bei Liverpool. Früher hat auch noch Timo Hildebrand da drin gestanden. Oh, jo, Leute. Den muss ich euch ranholen. Marco Pantelic. Die kleine Hertha-Legende. Eieiei, geiler Spieler. Olympiakos, dann noch mit Holebas oder wie der ausgesprochen wird. Younes Blander von Montpellier. Gruppe C mit dem AC Milan, Zenit St. Petersburg, Anderlecht und Malaga. Wen hat man hier? Oioioi, Leute. Wenn ich den hier sehe, Rubinho. Geiler Spieler. Geiler Spieler. El Shaarawy, Bojan Krikic, Kevin Prince Boateng, Nigel de Jong, Alexandre Pato. Da früher war noch der AC Mailand geil. Heutzutage
Sagen wir es so, lassen wir es einfach so stehen. Zenit St. Petersburg mit Hulk, Kerschakow, Axel Witzel und so weiter und so fort. Anderlecht, naja, wen hat man hier? Mbokani, den kann man vielleicht noch erwähnen, Mbokani. Ja, Malaga, den haben wir hier, Eliseo, Javier Saviola, Joaquin hat hier auch noch gespielt, Isco, der sich jetzt bei Real Madrid richtig zum Topspieler entwickelt hat, kann man so sagen, Willy Caballero, Man City, oh, jetzt haben wir hier Real Madrid Gruppe D mit Man City, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund, 4 gute Mannschaften mit CR7 natürlich hier. Mike Essien, Leute, wie er guckt, das ist unnormal, das ist, da kriegt man eigentlich schon leicht Angst, oder? Auf der linken Seite haben wir noch Ramos natürlich, Casillas, Marcelo, hier hat er noch nicht solche Locken wie heute. Tada! Aber ihr könnt sehen, das ganze Heft ist vollständig. Man City mit Joe Hart natürlich noch drin, er möchte jetzt wechseln, beziehungsweise er muss den Verein verlassen. Guardiola plant mit ihm nicht mehr. Balotelli, Carlos Tevez. Ja. Touré, Edin Dzeko. Ajax Amsterdam. Mit Christian Eriksen. CM De Jong. Wine Bubble. Soleimani. Borussia Dortmund mit Mats Hummels. Leute, kennt ihr den hier? Das ist ja aktuell. Das ist das aktuelle Champions League Heft. Nee, Spaß. Mario Götze. Bei Borussia Dortmund, Philippe Santana, Gündogan, Kehl, Fischkreuz, Kevin Großkreuz, auf der linken, ui, Julian Schieber, bester Mann. Und hier auch noch Schmelle, Weinfeller und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Chelsea mit Locken, Luis, David Luis, John Terry, Cech, Ivanovic, Lampard, Mata, Sturridge, Fernando Torres. Nice. Schachtja Donetsk, da haben wir natürlich hier. Leute, kennt ihr den da? Wenn der Autofokus scharf stellen würde. Danke. Henrik Mkhitaryan. Und hier irgendwo müsste noch Douglas Costa sein. Da ist er sogar. Die beiden Bundesliga-Helden quasi. Mkhitaryan ja jetzt nicht mehr bei Dortmund, sondern bei Manchester United. Und der Vertrag. Juventus Turin. Mit der Perle des italienischen Fußballs, Andrea Pirlo. Wir sind ja schon bei der Gruppe E jetzt hier angelangt. Gruppe F mit dem FC Bayern München, Valencia, Lille und Bate Borisov. Ups. Philipp Lahm, Robin, Müller, Mandzukic, Pizarro, Gomez, Schweini, Kroos, Ribery, Boateng, Lahm und Manuel Neuer. Tada, Valencia. Gehen wir einfach weiter. Hier gehen wir mal auch weiter. Klepp. Wo hat Klepp mal gespielt, Leute? Bei Barca. Hier haben wir sogar Barca. Mit Victor Valdes. Den Keeper habe ich gefeiert früher. Wo spielt denn jetzt aktuell? Hat mal beim Menu gespielt. Ich glaube, da spielt er jetzt auch nicht mehr. Javi, Messi, David Villa. Oioioi. Sanchez, Fabregas, Messi. Viele geile Spieler. Benfica. Dann Spartak Moskau. Und ich glaube, das ist der letzte Verein, der jetzt hier drin ist. Nein, eine Gruppe gibt es doch noch. Manchester United Gruppe H mit Praga Galatasaray. Ja. Mit hier Skulls, oder wie der ausgesprochen wird. Auch ein guter Mann. Ryan Giggs, auch geil. Wayne Rooney natürlich hier auch schon am Start. Chicharito, Nani, Evra, Rio Ferdinand, Vidic, SC Praga, wen kann man hier sagen? Ja, eigentlich gar keinen. Allen ist hier der Starspieler. Ansonsten fällt mir ja auch keiner ein. Nee. Beto. Galatasaray. Hier gibt es schon ein paar mehr. Umut Bulut, Philippe, Melo, Muslera, Eboe. Amid, Alti Top. Hier haben wir noch Klüsch. Keine Ahnung, wie der Verein ausgesprochen wird. Tadam. Ich war jetzt, glaube ich, beim Bundesliga-Heft, was hier neben mir liegt. Ja, ich war beim Bundesliga-Heft. Da sind nämlich noch ein paar andere Sticker.
bei. Das wird auch noch demnächst kommen, Leute. Das Bundesliga-Heft, was ich euch auch zeigen werde, was vollständig ist. Auf jeden Fall war das jetzt das Champions League 12-13 Album, was vollständig ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Daumen nach oben freuen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann unten kostenlos auf Abonniert klicken. Haut da rein. Tschüssikowski.